Hallo Freunde, herzlich willkommen. Das heutige Thema wird sein Wolga-Gambit. Das kennen wir nach diesen Zügen. Und ich muss sagen, früher habe ich das als Weißer gehasst. Und ich kam da überhaupt nicht mit zurecht. Und dann habe ich mir irgendwann alle möglichen Varianten angeschaut. Und irgendwann habe ich die Variante entdeckt, die ich euch heute vorstellen möchte. Seitdem bin ich hochzufrieden und freue mich jedes Mal, wenn ich Wolga-Gambit aufs Brett bekomme. Und wir schauen mal. Also ich nehme das an. Und so bis jetzt nichts Ungewöhnliches. Ich spiele auf jeden Fall kein E4. Sondern, so und jetzt kommt der eigentlich entscheidende Zug. Und zwar Turm B1. So, der ist auf Großmeisterniveau natürlich selten zu finden. Wird auch schon seine Gründe haben, da bin ich mir sicher. Aber auf dem Niveau, wo ich spiele, ja, so in dem 2000er-Bereich, ist das eine sehr interessante Variante. Zum einen bringe ich Schwarz natürlich aus seinen gewohnten Fahrwassern raus. Das ist schon mal gut. Das heißt, jetzt muss der selber auch mal ein bisschen nachdenken und kann nicht nur immer Standardzüge machen. Und zum Zweiten habe ich eine klare Idee und einen klaren Plan dahinter. Und dieser Plan besteht aus mehreren Zügen. Und in dieser Partie geht dieser Plan voll auf. Und deswegen kann ich dir auch mal sehr gut zeigen, wie sich Weiß das so insgesamt vorstellt. Die Hauptidee ist, gleich B2, B3 zu spielen. Und der Turm ist dann aus dieser gefährlichen Diagonale schon mal raus. So, das ist schon mal ein guter Anfang. Und ja, die anderen Ideen kommen dann gleich. So. Wir müssen natürlich klar aufpassen, der ist ungedeckt. Da mag ich eigentlich gar nicht so gerne. Ungedeckte Figuren, das ist immer ein Angriffsziel. Aber in dem Fall geht's. Erstmal weiterentwickeln. Ja, so. Hier hätte Schwarz natürlich auch Dame A5 spielen können. Das kann ich in einer anderen Partie zeigen. Hier schauen wir mal erstmal auf diese Partie, um die Grundideen zu zeigen. Schwarz droht selber erstmal noch nichts. Der Bauer D5 ist ziemlich solide gedeckt. Kein Problem. Kann ich also weiter mich entwickeln. So, jetzt zieht der Springer weg. Was heißt, jetzt in dem Augenblick ist der Springer angegriffen. Und muss ich natürlich decken. Und spiele ich den Läufer hier hin, weil im Optimalfall kann ich den Läufer natürlich gegen den hier tauschen und den Verteidiger des Königs da hinten entfernen. So, jetzt kommt der zweite Hauptteil des Planes des Weißen. Und zwar, er möchte den Damenflügel geschlossen halten, damit die Figuren der Schwarzen nicht so aktiv werden können. Insbesondere der Punkt C5 ist natürlich hier immer ein schönes Anvisierungsziel. Ne? Aber da wird es nicht zu kommen, denn das Teil des Planes, Weiß versucht auf jeden Fall immer auf den Zug C5, C4, wenn es irgendwie geht, und mit B3, B4 zu antworten. Sprich, den Flügel erstmal geschlossen halten und das Feld für den Springer wegnehmen. So, das heißt, jetzt ist der Damenflügel geschlossen. Ich kann gleich noch mit A4, A5 sogar den Springer vertreiben und dann hat Schwarz überhaupt gar kein Gegenspiel oder kein aktives Spiel in der Form, wie es ja auch sonst gewohnt ist. Ne, am Damenflügel alles hinstellen und irgendwie gucken. Und das geht hier überhaupt gar nicht mehr. Und
Ja, deswegen finde ich diese Variante sehr gut. Wenn ich das so hinkriege, bin ich immer hochbegeistert. So, der Läufer geht zurück. Ja, aber der Bauer ist ja noch gedeckt. Und ich wage mal zu bezweifeln, dass das Schlagen mit dem Läufer gegen den Springer hier nur um den Bauern zu gewinnen, ob das ein Schwarzer machen würde. Na, ich glaube nicht. So, aber jetzt kommt der Teil. Jetzt habe ich den schwarzen Angriff hier am Damenflügel erstmal soweit grundlegend gestoppt. Jetzt gehe ich zum Gegenangriff über. Und Springer H4 ist ein Teil davon, nämlich einmal mit der Läufer hier aktiv und deckt nochmal den. Und zum Zweiten kann ich hier selber jetzt meinen den Vorstoß des F-Bauern vorbereiten, um anzugreifen. Ich muss also jetzt aber auch nie wirklich so, noch nicht zumindest, konkrete Angst haben, dass mein Springer auf H4 mal gefährdet steht, weil ich das Feld F5 halt immer dann habe. Das heißt, der Springer ist da erstmal nicht in Gefahr. So, bisschen bunt jetzt hier wieder alles geworden, aber ich glaube, die Ideen soweit sind klar. Ja, diesen Zug habe ich bis heute nicht verstanden, deswegen einfach mal ignorieren. So, den Damenflügel komplett abschließen und jetzt geht's. Wenn der Springer nach A4, A5 vertrieben ist, dann ist hier auch kein Druck mehr drauf und dann habe ich völlig freie Hand für meinen eigenen Angriff. Springer E5. Ja, H3, nächster Teil des Planes. Und zwar, ich möchte ja F4 spielen, um den Springer zu bedrohen und zu vertreiben. Und dazu ist es wichtig, dass dieses Feld hier für den Springer nicht mehr zugänglich ist, damit der Springer nicht hier irgendwie anfangen kann, rumzunerven. Und das ist damit eigentlich komplett verhindert. Und wir sehen, wie wichtig es ist, dass dieser Bauer noch hier auf E2 steht, damit dieses Feld hier gedeckt ist, ne? Damit der Springer da nicht reinkommen kann. Deswegen lasse ich den, wenn es irgendwie geht, auch immer auf E2 stehen. So, und nach H3 droht jetzt einfach F4. So. Jetzt kam Läufer C8, um das Feld F5 vielleicht zu kontrollieren. Und dann habe ich den Springer noch vertrieben. Der hat nur ein Feld. Aber wir sehen, also, ne, und wenn mein Angriff gar nicht erfolgreich ist, habe ich immer noch diese beiden Bauern für das Endspiel, ne, sichere Sieggarantie. So. Dame C2 ist noch einmal, der ist vielleicht nicht zwingend nötig, aber immerhin, ne, nimmt er das Feld hier noch mal einmal unter Kontrolle. Hier hätte F4 dem Springer hier schon große Schwierigkeiten bereitet. Das habe ich in der Blitzpartie dann aber leider nicht gesehen. Ist auch ein bisschen zu einfach wahrscheinlich. Ja, schade drum. Gut, ich habe damit C2 gespielt. Dann kam F5 und damit hat Schwarz jetzt wieder so einen kleinen Rückzug für seinen Springer. Aber ich glaube, die Stellung, die spielt sich von alleine. Ne? Der Springer muss zurück und jetzt, wo alle Figuren von Schwarz da hinten sind, ja, jetzt werden Linien geöffnet, alle Figuren nehmen gleich am Angriff teil und kann nur gut sein für Weiß. Schlägt, schlägt. So, jetzt drohe ich zum Beispiel. Jetzt geht's schon los. Hat Weiß schon mehr Drohungen hat als Schwarz, ne? Und dafür habe ich ja immer noch den Bauern mehr. Also Springer F6. Ja, habe ich mal reingeschlagen. Dann ging der zurück. Und jetzt ist es ja im Grunde nur noch ein Taktiktraining, um zu sehen, wann, wie, wo hier was geht.
habe mich für Springer E4 entschieden, weil der Springer hier gefesselt ist. Der kann ja nicht nehmen, weil dann hier Schachmatt droht oder beziehungsweise kommt. Und dann hat er hier noch einen Bauern geschlagen. Und ja, ich will natürlich mit dem Springer hier nach F5, ja, nochmal hier angreifen. Das wäre super. Und deswegen dachte ich mir, brauchst du die Qualität hier unten nicht. Hauptsache der Läufer verlässt die Diagonale F5. Ja. Mit diesem Feld hier. Ja, das hat er hier auf F1 geschlagen und wird im Blitzen manchmal so ist, dann kommt so ein Reflexzug, ja, habe ich direkt zurückgeschlagen. Ja, Springer F5, glaube ich, sollte für jeden klar ersichtlich sein, dass er mindestens genauso gut ist. So, gut, ich habe einfach mal zurückgeschlagen. Naja, Reflex halt. Jetzt kam Dame E8. Vielleicht in Hoffnung noch mal irgendwann die Dame tauschen zu können, aber nach Springer F5. Ja, wir sehen, ne? Weiß hat alle Figuren auf dem König drauf. Plus diese beiden Bauern hier. Naja, und Matt ist auch nicht zu verhindern. Ja, insgesamt würde ich sagen, erfolgreich abgeschlossen. Und in dieser Art und in dieser Form, natürlich nicht immer ganz so schnell und leicht, aber stellt sich der Weise das vor. Und als ich da die Musterpartie zu gesehen hatte, die gefiel mir so gut. Und seitdem probiere ich selber und ich habe wirklich, wie gesagt, ich bin kein Großmeisterniveau, aber auf meinem Niveau, so bis 2000, habe ich da riesen, riesen, riesen Score mit. Und wenn ihr selber Probleme habt mit dem Wolga Gambit als Weißer, vielleicht ist das eine Idee für euch. Schaut euch an, schaut euch meine weiteren Partien dazu an, die ich reinstelle, und probiert selber aus. Denn nur die eigene Praxis, da lernt man am meisten und am besten von. Wenn euch die Variante gefällt oder das Video gefällt, ja, lasst einen Daumen oder einen Kommentar da. Ja, freue ich mich drüber. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.